Und da Push to Talk rein, das geht auch noch. Oder doch nicht muten. Nicht mehr mal. Kannst du Minecraft spielen? So? Ja. Ja, Sophie, Minecraft kannst du das vielleicht ausmachen? Danke. Das ist ja wieder die perfekte Sache hier. Auf jeden Fall. Ist Caro noch da? Ja. Was machst du? Jenny. Wie Jenny? Ja. Fertig. Ist fertig. Ich bin gerade noch am Schwarzeichenholz sammeln. Nein, nein, nein. Nein, 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 das würde ich. Was? Du hast doch gesagt, du willst dunkles Holz. Ja, trotzdem. Aber, Caro ist eine Frau, Jenny. Du kennst das doch bestimmt, wie das ist mit den Frauen und ihren Stimmungsschwankungen. Ja. Stimmungsschwankungen? Stülpelschwankungen. Oh. Stülpel. Ich bring dir Pilze mit. Ah, okay. Kannst du Pilze dann machen? Ja, du brauchst braune und rote. Braune habe ich auf jeden Fall schon. Dann darfst du wegbleiben. Viele, aber ja. Was mache ich jetzt? Gedanken machen, einen Plan ausarbeiten, wie du gerne die Plattform gestalten möchtest. Oh. Ecki, der Weg sieht gleichmäßig aus, jedenfalls halbwegs. Ja. Und er ist nicht so gerade, was ja nicht sein muss unbedingt, glaube ich. Denke ich, hoffe ich. Nö. Oh Gott. Nee, muss nicht. Alles gut. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass du jetzt nicht weiter drauf bauen kannst. Also wir müssen jetzt theoretisch nebendran bauen. Weil sonst wird es einfach viel zu eng. Oder wir machen den Weg noch breiter. Nee, 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 das passt schon so. Jana! Bist du? Guck dir mal, wie sie da steht. Ja, ich würde sie gerne runterschießen. Ecki, Bogen. Ja! Das hast du gut gemacht, Ecki. Vor allen Dingen, wie so ein Kriegsherr. Ecki, Bogen. Und Jana steht da so, nee, das macht sie nicht. Das ist gerade nicht passiert. Oh, da ist noch ein Skelett. Und es schießt auf uns. Da Jana, magst du bitte unten deine Sachen wiederholen? Du musst nach unten, Jana! Ah, Creeper ist tot. Jana. Du hattest vorhin schon Schaden, Jana? Anscheinend schon. Aber da kommt ja noch der Bogenschaden dazu. Ecki. Eckig. Ich hab nichts gemacht. Öfter als einmal muss das nicht sein. Okay, Ecki, was ist jetzt der Plan? Gib mir am besten deine Zäune und ich gebe dir das hier. Und dann baue ich die Zäune fertig und du kannst dann schon mal gucken, wie du da drinnen halt vorankommst. Okay. Weil ich glaube, wir denn sonst oben ganz oben, ne? Oh, ein Zaun. Wo bist du denn? Kannst du regeln. Vielleicht hilft dir einfach Sophie beim Aushöhlen des Baumes, weil ich glaube, das wird eine größere Aktion. Ich glaube auch. Und ich glaube, wir brauchen dafür auch erstmal ein paar Äxte. Eine Firma brauchen wir dafür? Eine Firma. Rohkartoffelabrissservice. Äxte. Wie komme ich denn wieder hoch? Ah! Über den Leiterbaum. Au. Oh. Ja, unter der großen Plattform von ganz am Anfang ist der. Oh, ja, ich sehe hier unten nix. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ich bin auf dem Weg. Hättest sie nicht. Jana. Jana, doch. Schnell. Da. Jana, du bist fast da. Ich sehe nichts. Nee, ich muss jetzt mal ganz kurz was hier, gucken hallo, hier. Hallo, Jana, hier. Nee, zurück. Rückwärts. Oh, hier. Hallo. Okay, wir haben quasi nirgendwo auf dem Ding gebaut und immer nur daneben. Alles klar. Hallo. Ecki, kannst du mir ein bisschen Holz mitbringen? Danke, beziehungsweise Zäune. Selbstverständlich. Das wäre super nice von dir. Super. Blub, 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 blub. Aua, wofür war's da das denn? Super, Ecki. Da war irgendwie die Sprache nicht mehr da. Wofür war's da das denn? Satan. Satas? Jetzt wissen wir, wo es herkommt. Bestimmt. Wofür war das Satas denn?
Sag das denn. Sag das denn. Ja, na aus. Keine Ahnung, wie du das sagst. Jana, passt du bitte auf, dass Ecki sich nicht wehtut? So. Tust du bitte Ecki auch nicht weh? Nicht. Ja, ich hab sie nur am Rücken gekratzt. Ja, stimmt. Am Rücken gekratzt. Ja. Ja. Ah. Haben wir irgendwo Hat Ecki so einen dreckigen, behaarten Rücken? Vor allem behaart. Ja, das weiß ich nicht. Davon gehe ich einfach mal stark aus. Ihr Pulli hat gefusselt. Natürlich. Vielleicht wegen der starken Rückbehaarung. Nur weil du dir von oben bis hinten zum steißen Zopf richten kannst, heißt das nicht, dass Ecki das macht. Ja, hallo. Das muss ja wohl auch mindestens. Macht Caro auch immer. Das kannst du ruhig jedem erzählen, Caro. Dann ist der Rücken genauso fusselig wie der Bauchnabel von Männern, wenn die ihren, ne? Bauchnabel von Männern? Was? Leute. Kennst du für Männer? Mein Bauchnabel ist nicht fusselig. Sag das. Seht. Er braucht dringend eine Bauchnabelspülung. Ja, kommt dann so ein Gartenschlauch und der wird dann da so reingesteckt und dann pum, pum, drehen sie das an, dann geht's richtig los. Also Ecki, ich hoffe, dir ist bewusst, dass das gerade mega ekelig war. Das war mir bewusst. Dir egal. Egal. Ist mir egal. So, jetzt sind wir hier wenigstens sicher. Ich gehe jetzt mal zu Jana und schub sie ganz kurz. Ich wollte gerade Sana sagen. Du Sana. Weil sie so sahnig ist. Sahne da. Mann Sana. Mann Sana. Es gibt ein Management-Tool, mit dem man seine Tasks, die man so machen muss, immer managen kann. Das heißt Asana. Asana. Jana, wo bist du denn? Sophie, hilf der Ecki da drüben! Da buddelt man in der Kante. Was? Kam da gerade Jana raus? Ja, ich hab nur ihre komischen Augen. Ich hab was ist das denn? Ecki, auf Bogen. Was brauchst du? Nee, gib mir nicht den Bogen. Gib mir den Bogen. Guck, er rennt weg. Okay, okay. Wo ist er? Wo ist er? Oh. Daneben. Also ich glaube, schiefer kann man nicht mehr schießen, Ecki. Ah, du warst ja schon längst. Jana, baust du das jetzt mal bitte fertig hier, dass ich den Zaun drumherum setzen kann? Ich habe von Ecki, glaube ich, 10 Milliarden Stacks gekriegt. Zwei. Ja, ich muss das mal auf eine Höhe bringen. Milliarden. Ja, dann mach das erstmal auf eine Höhe. Ja, du hast gesagt, ich soll nicht so bauen. Aha. Oh, ja, ja. Bisschen schneller, so. Bitte. So, ich gehe mal kurz da hoch. Wir müssen irgendwie eine Treppe nach oben bauen. Ich befinde mich hier im höllischen Hobel. Höllisch Hobel. Was macht man sich heute? Hobel? Alter Jana. Deine Augen sind gruselig. Ist echt so, besonders die am Po. Hobel. Mich haben gerade die schießenden Augen genervt. Nicht genervt, irritiert. Die Chilis in den Augen, was? Jana, ich habe gerade eben noch von dir gesprochen, dass du nicht so viel nervst. Also halt dich jetzt dran. Jetzt auf mich zu schlagen. Du schlägst mich da die ganze Zeit, hallo? Ich bin der Schlechte. Ich baue hier, hallo! Tschüss, so. Wie komme ich jetzt da hoch? Klettern. Ja, kann ich nicht. Ja, vielleicht Pech gehabt, du dickes Ding. Was hast du nicht gesagt? Hallo, Ecki. Hi. Ich habe mit Jana mal kurz den Platz getauscht. Jana ist jetzt 3 Stockwerke tiefer. Oh. Ja, das hat sie verdient. Bleib es hart. Komm auf Jana rum. Jana ist, glaube ich, echt nur zum Mobben. Hallo, es ist mein Running Gag, dass ich quasi nie jemanden mit in die Aufnahme lasse, außer Jenny. Jetzt kommt sie gleich wieder sonst. Ich darf dann auch nicht mitmachen. Und die mit J anfangen. Und Jana fängt halt mal mit J an, da kann ich auch nichts für. Ja.
waren sie wieder die Augen. Da kommst du einfach mal. Hallo. Hi. Nochmal inbrünstig, hallo. Hallo. Was ist das? Das ist ein Revolver? Hallo. Na. Was ist das? Ich weiß nicht, wie man so Fernglasdinger baut. Fernglasding. Wie heiße ich? Ach so, du meinst, wo man so 50 Cent reinschmeißt und dann so rumgucken kann. Oh! Vielleicht weiß Jenny das. Caro, das ist nicht so besonders Entwurf. Sicher hier. Ein Entwurf. Ja, Jenny weiß das bestimmt. Ja, weiß sie das? Ich bin der König der Welt. Du kannst das. Oh, du bist nein. Glaubt er. Oh, ich wurde geschlagen. Liebevoll getätschelt. Oh, oh. Guck. Ich bin der König der Welt. Glaubt er immer noch. William, komm. Ich bin der König der Welt. Jetzt romantisch. Brauchst du mehr rote oder romantisch. Mehr braune Pilze? Rote und braun. Ja, mehr rot oder mehr braun oder gleich viel? Gleich viele. Was denn jetzt? Und siehst du, hier kommt eine Bank hin für ein verliebtes Pärchen, ne? Aha. Ja, dann gehen wir hier weiter. Aha. Hier kommt ein Tisch hin und Stühle. Warum? Danke. Was macht also man hier oben? Und hier ist so eine Couch drin. Aha, okay. Und das alles, wenn Jenny es genehmigt. Okay. Und das Fernglasteil. Warum muss ich das genehmigen? Weil du Chefin vom Aussichtsbaum bist. Bin ich das? Ja. Das hört sich lustig an, Jenny und Chefin. Achso, Nimm aus. Ich bin heute wieder wahnsinnig freundlich. Ja, total. Jenny! Rocky! Jenny! Brünftig! 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 Du bist vielleicht brünftig, aber Ecki. Jenny. Ecki! Ja! Ecki Bogen! Bogen! Ecki. Was ist denn gerade eigentlich? Creeper! Ja, jetzt Ecki Bogen! Ja, Ecki, was machst du? Guck mal, wie sie alles in sich reinfrisst. Oh, schlimm. Arme bisschen witzig ist es ja. Rocky! Ja. Mobbing. Mobbing. Ja. Sollen wir hier auch so Fenster machen oder nee. Lieber zu? Da, das überlasse ich dir. Oi. Oi. Da hüpft Jana. Was ist denn Bird? Ich hüpfe nicht. Ah. Siehst du mich? Ja. Hi Sophie. Achtung Sophie, wo? Geh weiter weg. Oh, was macht denn Jana da? Oh je, die Gäste betteln sich. Die Gäste betteln sich. Wer wird gewinnen? Wer wird das Duell gewinnen? Ich bin so gespannt. Los, ja! Die Richtige hat natürlich das Duell gewonnen. Hallo, ich hatte... Sie ist auch tot. Nicht so schlimm. So ist das fair. Es ist immer First Man. Oh Gott, ja. Hallo. Ja? Hallo. Hallo. Au! Dana. Ey, ich brauch schon wieder Glas. Das ist in der Glaskiste. Caro, warum schießt du auf Ecki? Mach ich gar nicht. Du hast auf Ecki geschossen. Ja, wo sind meine Sachen? Oh. Schubsen. Caro. Ja, auch. Oh, wie sie auf dich geschossen hat. Oh. Au. Was hast du verdient? Caro hat mir mit der Stufe ins Gesicht gebrettert. Ins Gesicht. Ins Gesicht.